Das Schützenfest der Stenkelfelder Pestgilde von 1427 begann am vergangenen Wochenende nach altem Brauch mit dem Empfang der Gildebrüder im Ständesaal des Rathauses. In einem kurzen, aber bewegenden Grußwort hob Bürgermeister Oelgemöller den Vorbildcharakter der Gilde für das moralische und sittliche Empfinden der Bevölkerung hervor. Bölken, Krakeelen, Schlappsuppen, Övergieren. Festliches Beisammensein in fröhlicher Runde ist gerade in der heutigen Zeit, da kann es keine zwei Meinungen geben. Deshalb werden wir auch in Zukunft unser stolzes Gemeinwesen ohne Wenn und Aber, mit Traditionsbewusstsein und Heimatliebe, und dies freut mich besonders für die Jugend, das Brauchtum unserer Vorväter in Ehren halten. Nach einem festlichen Umtrunk aus dem Zinngeschirr der Höcklager Klostervereinigung folgte die Festgesellschaft bei herrlichem Sonnenschein und 28 Grad im Schatten dem Fanfarenzug des Kriegervereins Heringsmoor zum Festzelt auf der Holtmannswiese, immer wieder unterbrochen durch Darreichungen eiskalten Weizenkorns, angeboten von bunt beschürzten Anwohnerinnen entlang der Strecke. Nach den Ehrentänzen von Hofstaat und Gefolge ging es dann zum traditionellen Gildeschluck, einer nach alten Rezepten gebrannten Mixtur aus Kräuterlikör und Selleriköm, aufgefüllt mit reinem Alkohol und serviert in alten Holzschuhen der Pestköhlerleihschaft von 1519. Mit Gustav Knöttgen trat dann ein sichtlich gelöster zweiter Ältermann zur Festrede ans Mikrofon. In einer Zeit der Verwahrlosung und des Werteverfalls muss es unsere Aufgabe sein, also, dass wir dafür sorgen, gegen Unordnung und verkommene Sitten hier, wo man sagen, anständig alles durchzuführen. Deshalb lasst uns mit erhobenen Gläsern eintreten gegen Remi-Demi-Tum, Lesbeschmutzung und betretene Grünflächen. Ein buntes Bild bot sich dann beim rituellen Totentanz um den Gildebaum, bei dem die mit rotem aufgesetzten gefüllten Zylinder der Leichenbittergesellschaft von 1748 geleert werden müssen, ohne etwas zu verschütten. Nach der Ehrung der Gefallenen aller Kriege seit 1268, bei der nach alter Sitte pro Krieg jeweils ein doppelter Eiergrog schweigend eingenommen wird, schritt man endlich zur feierlichen Branntweintaufe der neuen Mitglieder, wobei hochprozentiger Branntwein nach altem Brauch mit einer großen Schöpfkelle aus Pulverfässern des Burgenvereins Schmöllerheide verabreicht wird. Den krönenden Abschluss bildete dann das festliche Ansaugen am historischen Starkbierbrunnen der Stenkelfelder Gaubrauerei von 1933 durch das Königspaar Helmut der Willenlose und Sigrun die Stadtbekannte, die zuvor in geheimer Abstimmung mit Vertretern der Kreissparkasse zu neuen Majestäten ernannt wurden. Beim traditionellen Erbrechen auf der Festwiese, zu dem von alters her Kartoffelschnaps aus Blumenvasen gereicht wird, erinnerte Gustav Gnöttgen in seinem Schlusswort noch einmal an die besondere Verantwortung der Gilde gegenüber der heranwachsenden Jugend. Hüter von Ehre, Anstand und Disziplin müssen wir den jungen Leuten ein Vorbild geben, damit sie nicht mit Rauschgift und Drogen von der schiefen Bahn abkommen oder sogar die Türen mit dem Fuß aufmachen oder auf dem Heizkörper sitzen und leere Flaschen rumstehen lassen. Und damit erkläre ich unsere neue Apfelkorntränke als Treffpunkt für Jung und Alt, als für jetzt eröffnet. Nach dem traditionellen Rumlenzen, bei dem weißer Rum mit einem Schuss Magenbitter aus der Schiffsglocke der Seglerkameradschaft von 1840 gereicht wird, verzögerte sich dann das abschließende Heimleuchten ihrer Majestät, da dem Königspaar nach dem historischen Glühweinkollegium am Schießstand die eigene Adresse entfallen war. Mit einem schmetternden Platzkonzert vor dem Kreiskrankenhaus klang ein rundum gelungenes Schützenfest dann im Morgengrauen aus.